Einen Geldautomat haben zwei Unbekannte am frühen Freitagmorgen in der Häuserwiesenstraße in Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Obereichen gesprengt und ausgeplündert. Gegen 3.45 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt und sahen noch zwei Männer auf einem Motorroller in Richtung Moosberg, Stuttgart-Rohr flüchten. Wie sich herausstellte, hatten die Männer den Geldausgabeautomat mittels eines Sprengsatzes aufgesprengt und ausgeplündert. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen verliefen bislang negativ. Schick's mir bitte, ich fahr hin. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Raum, in dem der Geldautomat aufgestellt war, wurde komplett zerstört. Die Wucht der Detonation war so groß, dass auch eine Glastür eines benachbarten Geschäfts zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Spezialisten des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer sollen schlank und dunkel bekleidet gewesen sein. Beide trugen weite Jacken, ähnlich einer Windjacke. Einer der beiden war mit einer hellen Wollmütze mit Seeschlitzen maskiert und hatte an beiden Oberarmen seiner Jacke zwei querverlaufende, reflektierende Streifen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711 3990 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.